Wer, wie, was? Was? Was macht eigentlich? Was macht eigentlich? Herzlich willkommen bei der zweiten Staffel Was macht eigentlich? Wir stellen uns gegenseitig Promis vor, wenn man sie denn so nennen möchte, die einfach im tiefsten Loch der Löcher verschwunden sind, in der Versenkung, Hallo. In der Schlucht, die man ewig nicht mehr gesehen haben und forschen ein bisschen nach. So, Tessa, zack, zapp, zapp, schnick, schnack, schnuck, wer fängt an? Oh, das ist überraschend, also das, was man machen muss. Na dann, ich habe dabei, ich hau's einfach raus, Manni Ludolf. Und ja, er lebt auch noch, er stirbt nicht. Ich weiß, da sieht man immer nicht so richtig durch. Am Ende habe ich jetzt auch nie durchgesehen und habe am Ende Peter Ludolf und Manni ist doch tot, aber I doubt it, I highly doubt it. So. Für was mich ist Manni Ludolf eine kleine Rakete mitten ins Herz. Also das ist wirklich ein Schnuckifatz. Gibt es auch das Wort, definitiv. Und vielleicht erkennt der ein oder andere bei mir auch einen kleinen Die Alm-Vibe. Das gefühlt alle, die ich vorstelle, haben mit irgendwie mal dran teilgenommen. Aber gut, für die, die nicht wissen, wer Manni Ludolf ist, shame on you. Abschalten. YouTube erstmal und hier abschalten und dann später wiederkommen. Nein, 2002 ist er bekannt geworden mit der Sendung Vier Brüder auf dem Schrottplatz. Und die hatten unendliche Sendungen auf einmal. Sollte erst so ein kleines Ding sein und dann hatten die aber einen Zuschauer nach dem anderen und diese Doku ging praktisch oder diese Serie ging über Jahre. Ja. Ich ziehe das hier wirklich ganz schnell durch. Jetzt 2011 hat er sogar die Alm gewonnen. Wie sollte es auch anders sein? Und zuletzt im Fernsehen habe ich ihn beim Sommerhaus der Stars gesehen, 2017. Und er hatte natürlich eine Partnerin dabei. Und die waren ja ganz schnucklig. Also die waren ganz so ein bisschen, ach, kennt man nicht. Die waren ganz putzig miteinander. Und ich dachte, man hat sich einfach gefreut. Man dachte, auch wenn er schön, wenn es so passt, ist doch, das ist ja einfach nur schön. Aber es gab natürlich auch noch einen sehr langen Rechtsstreit zwischen den Brüdern Peter Ludolf und Manni. Wo Manni irgendwie meinte, Peter würde ihm 50.000 Euro schulden, hat er über Jahre behauptet und dann von einem Tag auf den anderen, ach so, nee, wir haben es jetzt geklärt. Und die reden ja auch wirklich so, nee, das haben wir wohl geklärt. Dann gibt es natürlich noch einen super, also das ist dann immer Manni Ludolf gewesen, aber wer jetzt wirklich gar nicht weiß, wovon ich spreche, auf jeder Meme-Seite bei Instagram gibt es diese Nudeln, Nudels-Dings-Meme-Kacke. Nudeln kann man kochen hart, Nudeln kann man kochen weich, Nudels schmecken mir immer. Das ist von seinem Bruder gewesen. Und nicht nur, dass sie 300 Millionen Teile auf ihrem eigenen Schrottplatz hatten an Autoteilen und natürlich auch einfach Messi-mäßig unterwegs waren. Ja. Die haben natürlich auch Musik gemacht mit keinem Geringeren als Jürgen Milski. Und zwar Du bist super plus. Dann gab es noch eine Single Pack nicht an den Krümmer. Und Du bist eine fett korrekte Frau. So. Ich kann mich nicht bewegen, weil ich so unangenehm bin. Nee, also für mich klingt alles nach einem Superhit, ganz klar. Und ich möchte Manni Ludolf unbedingt wieder im deutschen Trash-TV sehen. Aber vielleicht bitte bei keinem Format, wo Melanie Müller, die sind alle viel zu böse für diesen Menschen. Damit kann er nicht umgehen. Der ist viel zu sensibel. Das Sommerhaus hat den schon alle gemacht. Also irgendwas Seichtes. Das ist dann so ein bisschen wie die Tennis-Zwillinge bei Kampf der Reality-Stars. Die waren dafür auch nicht gemacht und das wollen wir nicht nochmal sehen. Nee. Aber vielleicht die Alm 2.0. Ich habe ja schon gesagt, Carla Loth kann auch gerne nochmal kommen. Habe ich kein Problem mit. Und Manni? Go for it. Okay. Ja, gut. Ich habe eine Person, wo ich nicht ganz weiß, ob du sofort weißt, wer das ist. Es ist ein damaliger DSDS-Kandidat von 2011. Er ist Vierter geworden. Sag doch. Diesen Benjamin Kiek irgendwas? Nice try. Nee, Marco Angelini.
Kennst du den noch? Oh Gott, ja. Und der war im Dschungel mit der Gabby. Oh, der war im Dschungel. Und ich habe ihn eigentlich nur rausgesucht, weil ich habe DSDS durchgeguckt und dachte so, also die Wikipedia-Einträge, und dachte, Marco Angelini fand ich eigentlich damals, glaube ich, irgendwie süß, weil ich einfach eine Geschmacksverirrung hatte. Der hatte immer so eine Mütze, so eine Wollmütze auf, ja, und wo stimmt, die kleinen braunen Locken unten durchgeguckt haben. Das fanden alle ganz süß. Das war's. Nur das war's. Und dann ist er nur Väter geworden. Und ich dachte, Marco Angelini, weg, kein Bock mehr auf dich. Und ich dachte, was macht er denn eigentlich jetzt? Nee, oh Gott. Er hat als erstes ganz peinliche Mallorca-Songs gemacht. Also gerne mal bei YouTube vorbeischaut oder bei Spotify. Weiß ich gar nicht, ob es überhaupt alle gibt, so schlecht sind. Hatten wir den etwa noch nicht beim Shitwalk? Nee, weil das so nischig ist. Das ist ganz schlimm. Heute Nacht und Who the Fuck is Haifisch? Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe es gehört. Ich habe nichts verstanden. Richtig, richtig schlimm. Aber jetzt kommt der Twist von allem, was mich komplett rausgeschmissen hat, weil ich sehe diese Mallorca-Songs, die Videos dazu, und denke mir nur, peinlicher geht's nicht. Der Typ darf nicht mehr auf die Straße gehen. Seit Herbst 2020, also noch nicht lange, arbeitet er am Klinikum in Wels, das ist in Österreich, als Facharzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Er ist einfach Chirurg. Und stell dir vor, du kommst, er wird es ja gut machen. Er wird ja Ahnung haben von seinem Beruf, sonst würde er da nicht angestellt sein. Aber stell dir mal vor, du kennst diese Kack-Songs und gehst dahin, und dann kommt Marco Angelini, Marco Tortellini, und sagt, Moini, who the fuck is Haifisch? Sie? Okay, kommen Sie bitte rein. Sie haben einen Termin bei mir. Er würde ich sagen, Sie? Tschüss. Ich war anders hin. Und ganz schrecklich. Nee. Who the fuck is Haifisch? Sie? Bitte mal kurz reinkommen. Also er hat jetzt auch, im Herbst wurde auch seine Tochter geboren. Also denke ich mal, dass er jetzt vielleicht ein bisschen, aber nimm mit Gabby. Weil der hat ja eine Fummelei und so eine angebliche Flotterei im Dschungel mit der gehabt. Nee, das war glaube ich, das ist eine andere. Und deshalb wird er jetzt vielleicht ein bisschen ruhiger, und ich möchte ihn auf gar keinen Fall irgendwo mehr sehen. Auch nicht im Krankenhaus. Findet nicht statt. Nee. Ich glaube, das ist, ich komme da nicht über, who the fuck is Haifisch? Ich auch, oh, nicht schlecht. Okay, naja, dann. Guckt bitte die der vorigen Folgen alle durch. Und wenn ihr noch mehr Seitinfos habt, Zusatzinfos für uns über die Leute, über die wir sprechen, reingehauen hier in diese Kommentare oder slidet in unsere DMs. Und schickt uns gerne auch noch, es kommen natürlich noch ein paar Folgen, aber schickt uns, wenn wir niemanden, oh Gott, Alter, was ist denn hier los? Nochmal. Wenn ihr Promis habt, wo ihr sagt, ey, keine Ahnung, was die machen, schickt die uns auf jeden Fall. Vielleicht gibt es da nochmal eine Staffel 3 oder mal ein Story-Special. Her damit. Bring it. Bring it. Gut. Na dann. Macht's gut. Ich hänge. Tschüss.